Ich meine, wenn ich jetzt irgend so einen Markendrucker habe, der ja auch überwachte Patronen hat, da kann ich natürlich sowieso nicht mehr drucken, wenn da keine Tinte mehr in dem Ding drin ist. Ne? Aber bei so einem Wasserionisierer, da kann ich halt schon noch den länger betreiben und dann schade ich eventuell meiner Gesundheit, weil der Filter über der Zeit ist. Insofern muss man jetzt auch aus Verbraucherschutzgründen schon sagen, die Filterüberwachung ist keine schlechte Idee. Wenn man jetzt sich da einfach mal entscheidet, einen Wasserionisierer, und zwar einen von den, nein, den besten, zu kaufen, dann ist es schon eine gute Idee, dass man da geführt wird, um halt auch den Risiken eines überladenen Filters zu begegnen. Ich meine, das ist so, wie wenn Sie Ihre Mülltonne, die Tonnenleerung jetzt abbestellen, weil Sie sagen, jetzt will ich ein bisschen sparen. Also so ein Filter ist eine Mülltonne. Ja? Und in dem Fall tauscht man es aus, weil diese Art von Filtern, die ja auf elektrochemischer Basis durch Adhäsion an Aktivkohle und so weiter arbeiten, die kann man nicht regenerieren, wie so ein Hauseingangsfilter, der nur Sediment filtert, oder einen Ionentauscher, sondern den muss man wirklich wechseln. Ja? Patrone hin, Patrone her. Und wenn man das nicht macht, dann bringt man nicht nur sich selber in Gefahr, sondern natürlich auch den Hersteller, weil dessen Geräte kommen dann in Verruf, obwohl der Kunde schuld ist. Insofern verstehe ich, dass die Hersteller darauf beharren, dass man solche Überwachungen einführt.